ich diese Musik höre, geht mir das Herz auf. Das geht vielen Österreicherinnen und Österreichern so, auch all jenen, die jetzt über die vielen Livestreams hier zuschauen. Ganz Österreich schaut auf euch und wartet darauf, dürfen wir weiter diese Liebe zu unserem Land und seiner Polizei, seinen Behörden, seinen Amtsorganen spüren? Dürfen wir weiter stolz darauf sein, dass unser Land Recht und Ordnung kennt und dass in unserem Land keine Verbrechen an der Bevölkerung begangen werden? Dürfen wir das weiter oder dürfen wir das nicht? Das entscheidet sich hier in den nächsten Minuten. Wir bitten im Namen unseres Heimatlandes, der Republik Österreich, eines Vorbildes für die ganze Welt. Wir bitten um Gespräch mit der Einsatzleitung der Polizei jetzt sofort. Liebe Leute, wir sind jetzt von zwei Seiten von der Polizei eingesperrt. Das ist Freiheitsberaubung, wie es im Buche steht. Wer jetzt noch glaubt, dass wir in einer Demokratie leben, der schläft. Das ist jetzt der Herr Kurz und der Herr Nehammer, die ihr wahres Gesicht zeigen und uns zeigen, dass wir in einer Diktatur leben. Zurückgehen. Es kann nicht sein, dass wir hier unserer Freiheit beraubt werden und eingesperrt sind in einem Kessel aus Polizisten. Habt ihr eigentlich Familie? Habt ihr eine Ehre? Könnt ihr euch im Spiegel morgens noch betrachten? Das wäre meine Frage. Es geht jetzt nur um eines. Es geht darum, dass morgen in der Zeitung stehen kann, 1700 Anzeigen wegen Maskenverweigerung wurden erstattet. Ich weise darauf hin, dass Maskenpflicht bei einer Versammlung gilt, aber nicht beim Hin- und Rückweg zu dieser Versammlung. Wir sind auf dem Rückweg von der Versammlung der FPÖ. Daher wird jede Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz vor keinem Gericht Österreichs halten. Wozu wollt ihr also den Medien und dem Herrn Nehammer in die Hände spielen? Der will alles nur, damit die Menschen Angst haben und damit nicht noch mehr zu den Kundgebungen für Sachlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit kommen. Das ist sein Ziel, deswegen wird dieser Kessel und dann kann man die Identitätsfeststellungen und die Anzeigen damit zum Morgen in den Zeitungen stehen. Keine einzige davon hilft dem Gericht, weil keine einzige davon ist rechtmäßig. Wir hatten bis jetzt verschiedene Male den Fall, dass Versammlungen angemeldete oder auch spontane Versammlungen in dieser Art behandelt wurden. Wir hatten sogar schon den Fall eines Übergriffs in die Religionsfreiheit. Heute, das ist neu, haben wir einen Übergriff auf den Rheinweg. Was gibt es Friedlicheres als den Rheinweg? Wie stellt ihr euch denn vor, dass hunderte oder tausende Menschen vom Theater zu ihren Autos gehen sollen, wenn die Kundgebung dort beendet ist? Sollen wir dann dort stehen bleiben und jeder einzeln warten und alle 5 Minuten geht einmal, dann stehen wir in 3 Wochen noch dort. Wir müssen natürlich gemeinsam gehen. Ja, da kommen noch mehr. Wir wissen, ihr habt 1500 Beamte im Einsatz. Wir wissen auch, ihr habt die Waffen, ihr habt die Schlagstöcke, ihr habt die Kampfhelme. Das interessiert das Petersberg. Das braucht ihr aber alles nicht, denn wir wollen nichts Böses. Wir möchten nach Hause gehen. Mit jedem Mal, dass Innenminister Nehammer und Polizeipräsident Bürster sich in dieser Weise verhalten und das Volk gegen die Polizei aufhetzen, verlieren die Bürger Österreichs immer mehr und mehr das Vertrauen in die Polizei. Das aber ist eine große Gefährdung und das erleichtert euch das Leben nicht. Weil wenn in Zukunft die Polizei mit irgendwem arbeitet und der sagt von vornherein, mit euch kooperiert nicht, wird euer Leben nicht leichter werden. Unseres auch nicht. Und genau das will die Regierung. Sie will uns gegeneinander aufhetzen. Sie will aufhetzen, links gegen rechts, Christen gegen Moslems, Christen gegen Juden, Moslems gegen Juden. Sie will aufhetzen, Grüne gegen Blaue, Rosane gegen Schwarze. Das ist das Prinzip, teile und herrsche. Wenn das Volk untereinander streitet, dann lässt sich wunderbar durchregieren. Das müssen wir nicht zulassen, das müssen wir nicht fördern. Deswegen bleiben wir bedingungslos friedlich.
und erwarten von euch dasselbe. Denn es gibt hier keinerlei Grund für Gewalt. Es gibt nur einen Grund, uns nach Hause zu lassen. Unsere insgeheime österreichische Bundeshymne, lasst die Polizei links liegen, wo sie gerade spielen. Gehen wir wieder. Ich glaube da.